Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Chrono Cross. Ich bin es MC Muffix. Wir sind hier zurück im Dragonia Fort und beim letzten Mal haben wir unverwichtet einmal durchgesucht auf der Suche nach Draggy, einen kleinen Drachen, den wir rekrutiert haben. Und dann sind wir nochmal nach Marble gegangen, zum Glück. Und dort haben wir ein sehr interessantes Gespräch nämlich gehabt, denn wir sind hier nun hingegangen, um hier die Drachen... Warte mal. Zack, 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 wir haben sie doch hier im Inventar. So, oder auch nicht. Na, nach welchem System ist das geordnet? Ich werde es nicht verstehen. Das Drachenemblem haben wir gezeigt und wurden dann hier reingelassen. Dadurch haben wir dann hier... Die Träne des Hasses hatten wir schon, aber wo haben wir es? Die Drachenträne erhalten. Der Besitzer dieses legendären Schatzes kann damit eine Seele an einen anderen Körper transferieren. Genau, dieses Artefakt haben wir nämlich bekommen und das sollte uns... hoffentlich, Leute, ich bin in dieser staubigen Hölle. Da tut es mir sehr leid, aber das tut mir einfach nicht gut, liebe Leute. Das sollte uns jetzt erlauben, möglicherweise wieder den Körper hier von links abzunehmen. Und als Strafe gebe ich ihm auch noch gleich meinen Schnupfen mit, weil das ist, finde ich, das Einzige, was man mir geben kann. Tut mir leid, liebe Leute, ich werde wahrscheinlich nicht dran denken, das rauszuschneiden. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt hier über Kissen, an Schwarz. Sehr schön. Beim letzten Mal haben wir dann auch hier Dark Maxi bezwungen. Und ich weiß nicht, alle Maxi sind dark und gritty und böse. Deswegen weiß ich, dass es wirklich dark war. Aber zumindest ist es jetzt so, wir stehen hier nun vor dem, ja, ich weiß gar nicht, vor dem schicksalhaften Moment. Vielleicht können wir wieder in unseren Körper gehen. So oder so wird es interessant werden. Und vielleicht können wir dabei noch links gleich den Chaos zu machen. Wir haben ihn zwar besiegt, aber er hat im Endeffekt gesagt, sein Plan ist eh schon fertig. Und ich möchte unbedingt wissen, was er mit Kit angestellt hat. So, selbe Ding wie beim letzten Mal. Nur, dass hoffentlich jetzt was passiert. Ah, ja, okay, sie warpt sie einfach rein. Maxi, von hier an wirst du allein weitergehen müssen. Geh und finde heraus, wer du wirklich bist. Wenn du an dein Herz glaubst, wird die Wahrheit Gestalt annehmen. Hallo! Lass mich einfach allein! Ich muss jetzt, wenn ich jetzt einen Solo-Kampf gegen Links machen muss, dann habe ich keinen Bock. Dann will ich nicht. Aber vielleicht erfahren wir jetzt hier das Geheimnis von Maxi. Wie gesagt, er ist ja auf diese Insel gestrandet, auf diese seltsame. Das war uns klar. Und dadurch, ja, wurden wir hier zu einem Auserwählten. Doch das, was das genau heißt, das wissen wir nicht. Auch was die 6 Drachengötter damit zu tun haben. Alles Leben auf diesem Planeten wurde im Ozean geboren. Und lange schlummerten alle Lebensformen sanft im Leib unserer Meeresmutter. Bis sie eines Tages einen freien Willen entwickelten und lernten aus eigener Kraft durch den Ozean zu schwimmen. Alsbald kamen jene, denen das Leben im Wasser nicht genug war. Vom Grund des Ozeans blickten sie auf zum blauen Himmel und träumten von Staub und Wind. Äonen verstrichen und eines Tages wurde ihr aberwitziger Traum Realität. Sie stiegen aus dem Meer und gingen an Land. Und so verbreiteten sich Kreaturen aller Art über die Welt. Unter ihnen waren gigantische Drachenwesen und hochentwickelte Reptiten, die glaubten, dass sie die Erde für immer regieren würden. Und lange Zeit schien es tatsächlich, als würde ihre Herrschaft ewig währen. Doch die unvorhergesehene Ankunft des himmlischen Mächtigen zerschmetterte ihr Königreich. Lavos? Die große purpurne Flamme. Lavos. Mit grenzenloser Macht fuhr Lavos hernieder und begrub die Dinosaurier, die Herrschaft über das Land im Zuge einer einzigen Nacht. Die scheuen Affen jedoch, die verborgen in den Wäldern gelebt hatten, berührten die purpurne Flamme, die vom Himmel gestürzt war, und entwickelten sich zu Menschen weiter. Vielleicht war es keine Weiterentwicklung, sondern vielmehr eine Transformation. Wie dem auch sei, bald schon vermehrten sich die Menschen und bevölkerten die Welt. Und noch tut die grausame Brut Lavos es ihrem Stammvater gleich und verschlingt unseren Mutterplaneten. Thank you.
Maxi! ist eigentlich nett. Aber doch, Riddle kennt uns schon. Stimmt, und Fargo kennt uns auch. Aber wir hätten so Charaktere nehmen können, die uns davor noch nie gekannt haben. Und wer ist denn das, der jetzt rausgeht? Maxi, du hast unbeirrt zu deiner Identität zurückgefunden. Deine Augen haben die Wahrheit erblickt. Sicher waren sie dir dabei, werden sie dir dabei helfen, das Vertrauen deiner Kameraden zurückgewinnen. Mach dir keine Gedanken wegen der Drachenträne. Jetzt der Spring war keine Überraschung für mich. Doch in deiner Hand liegt noch immer das Schicksal der Drachenträne aus der anderen Welt. Die beiden Scherben namens Hass und Liebe. Es sind Widersprüche und dennoch zwei Seiten derselben Medaille. Man sagt, es mysteriöse Kräfte erwachen, wenn beide Seiten vereint werden. Möglicherweise ist damit das legendäre Kreuz der Zeit gemeint. Derzeit ist der Schrein, in dem das Kreuz der Zeit zum Leben erwachen soll, nichts als eine gemeine Höhle hinter den göttlichen Drachenfällen. Doch du, Maxi, besitzt womöglich das, was nötig ist, um seine Kräfte zu erwecken. Die Drachenträne zersplittert und verwandelt sich in die Träne der Liebe. Okay! Leute! Wir sind wieder da! Wenn ich jetzt meine ganze Ausrüstung verloren habe, hänge ich mir auf. Großer Löwe, Pass, Steinrüstung. Okay, hier muss ich noch ausrüsten. Aber Leute, machen wir unseren Körper wieder! Wuppalo! Das ist doch mal hier ein richtiger Sieg, würde ich mal sagen. So. Warte, ich hatte doch hier. Mondbrille ist ja immer noch das krasseste Item. Oh, was hatte ich denn da noch? Hätte ich mir aufschreiben sollen. Irgend so ein Drachen-Item. Engeltalisman, na. Ah, und das heißt, oh mein Gott, das heißt, ich habe jetzt wieder weiß. Das heißt, mein ganzes schwarzes Kit ist komplett kaputt. Aha. Ich habe jetzt keinen Bock. Nee, das mache ich offscreen. So, wird schon schief gehen. Also, liebe Leute, jetzt gehen wir nochmal den ganzen Weg runter, nachdem wir es im letzten Mal schon gemacht haben. Also, wir haben unseren Körper wieder. Was ich jetzt nicht verstehe, haben wir jetzt hier links den Körper wieder genommen? Bedeutet es, dass links wieder in seinem Körper ist? Oder hat er jetzt immer noch unseren Körper? Und wieso gehe ich eigentlich immer den langen Weg? Ich kann doch eigentlich locker mal hier rumgehen und... wurscht. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nicht nochmal da durchgehen. Zumindestens, jetzt ist halt die Frage, was ist links großer Plan? Ich meine, okay, wir haben unseren Körper wieder. Haben wir damit gewonnen? Haben wir damit dem Schnippchen geschlagen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So richtig bestürzt hat er ja nicht gewirkt, als wir ihn bezwungen haben. Und ich freue mich natürlich, dass wir jetzt ein richtiges Weißteam haben hier mit Riddle. Aber eine genaue Ahnung habe ich jetzt nicht, was jetzt, wie es jetzt weitergehen soll, weil irgendwie wissen wir zwar so halbwegs, was wir tun sollen, aber auch nicht. Also, als erstes, was machen wir denn alles? Wir hätten eigentlich ein bisschen was zu tun. Also, wir gehen erstmal nach Marbul. So. Nach Gulduf. Nach Marbul müssen wir auch, warte mal. Aber erstmal will ich hier zu... War die hier in der Welt oder in der anderen? Ich weiß es nicht mehr. Zu einem Mädchen gehen. Und der die Brosche zeigen. Und wo sind eigentlich meine ganzen Gefolgsmänner, Frauen? Viel Platz ist nicht... Hä? Warte mal, wieso... Orche ist jetzt hier. Wieso ist er hier? Oh mein Gott, welche Leute sind jetzt in meiner Party? Das würde mich jetzt mal eigentlich interessieren. Kann ich jetzt Lia und so wieder mitnehmen? Fragen über Fragen, liebe Leute. So, das ist der Doktor. Also, wir können keine Patienten einlassen. Okay, hier ist auch nichts. Dann. Es gibt so mega viel zu tun. Nach Marbul können wir mal schauen. Ich weiß, da wird sich jetzt wahrscheinlich nicht viel geändert haben. Warte, was ist eigentlich jetzt in Marbul? Eine gute Frage. Das ist Heimatwelt. Da sind jetzt wieder Menschen. Oh! Da sind jetzt die Tiermenschen. Ja, cool. Lalala, ich war mein ganzes Leben noch nie so glücklich. Oh, schön! Willkommen in Marbul, dem Dorf der Liebe und des Glücks. Und wir arbeiten noch dran. Aber eines Tages werden wir ganz sicher das liebevollste Welt der Welt sein. Und weißt du warum? Weil wir zum ersten Mal überhaupt einen Übereinkauf mit den Menschen haben und gemeinsam auf dem Wiederaufbau des Ortes hinarbeiten. Das zeigt doch, dass nichts unmöglich ist. Und genau darum bin ich auch so begeistert. Das ist so nett, weil das ist ja immer der uns mit Stein beschmissen hat. Voll cool. Stimmt, hier waren wir noch nie. Ich bin Assistent des Doxers, oder zumindest werde ich das gerne. Aber eines Tages werde ich seine Würdig erweisen. Ich suche eigentlich den Dorfweitesten. Ich bin froh, dass dieser Raum nicht verändert wurde. Hexendoktor. Ah. Ich wollte jetzt eigentlich nur wegen dem Shop hier schauen, aber ist auch in Ordnung. Ob es jetzt hier irgendwas Cooles gibt. Ja, das sieht doch gut aus.
So, das ist auch der aus der anderen Welt. Der hat nämlich die ganzen Fallen hier. So. Kauf uns einen freien Fall. Ja, passt. Sehr schön. Also, freut mich, liebe Leute. Wir müssen eigentlich echt mal schauen. Jetzt muss ich auch noch die Welt erkunden, ob sich was verändert hat hier, oder? Harok, ich wusste gar nicht, dass das gute Körperlichkeit sein kann. Okay, gut, da wäre der schwarze Drache drin. Ich suche eigentlich den Dorfältesten. Oh Mann, was mache ich jetzt bloß? Vielleicht lasse ich mir einfach hier nieder, um mein drückes Leben zu führen, ob es wohl eine Partnervermittlung dagegen gibt. Sehr gut. Tom, hey, wie läuft's denn so? Fühlt sich gut an, zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Vielleicht sollte ich mich einfach niederlassen, anstatt mir weiter bei diesen Expeditionen die Taschen voll zu schaufeln. Ich meine natürlich die Finger wund zu schaufeln. Liebling! Oh, oh, eine Meerjungfrau gefunden. Hier ist der Tee, Liebling. Danke. Ha, du hast mich zu einer ziemlich bei der Situation erwischt. Liebling, ist das etwa ein Freund von dir? Ja, das könnte man so sagen. Das ist Maxi. Der hat uns gar nicht gekannt. Der hat uns so erkannt, dass wir Lynx war. Egal, frag nicht. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Thomas' Frau. Oh, dann Mann, ist das peinlich. Tja, nun weißt du, so spielt das Leben. Süß. Oh, ich hab's ja früher benutzt, aber jetzt wirst du es haben. Maxi hält Rahmen, Papyrus und Feder. Oh, schön. Ein neuer Rahmen. Oh, süß. Hey, du bist ein Abenteuer, stimmt's? Nun, heute ist dein Glückstag. Ich verkaufe den handgefährlichen Meister mal für nur 10.000 Geld. Ja, von mir aus. Brauche ich den? Ist das eine Waffe? Keine Ahnung. Oh, ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Ich weiß es. Ich weiß es. Und zwar, das wird das Item sein, mit dem hier wir hoffentlich Rainbow Shells machen können. Oh, Fargo! Oh, und Irene? Endlich verstehen sich die beiden sich. Ah, du hast damals großartige gemacht, mein Freund. Oh ja, dann erinnere ich mich noch. Aber weißt du doch wie, du? Oh ja. Also, der Fargo auch von dieser Welt ist hier richtig euphorisch. Das ist doch auch schön mit anzusehen. Ach, cool, was die hier aufgebaut haben. War eine tolle Sidequest. So, das ist die riesige Muschel. Da hat uns das Kind eigentlich nie dran gelassen. Und in der anderen Welt ist natürlich wieder alles depressiv, so wie man es kennt. Da werden wir aber auch nochmal einen Abstecher machen, oder? Könnte man. So, was ist hier? Ich bin der größte Whisper der Welt. Stimmt doch, oder, Liebling? Ja. Oh, alle haben sie sich hier schon ihre Dame gesucht. Süß. Also, eigentlich muss ich jetzt nach Gulduf. Das ist jetzt eigentlich das Wichtigste für mich. So, und zwar das andere Gulduf. So, dann gehen wir in unser Boot. Auch hinter diesen Wasserfall müssen wir auch noch gehen. Heide Witzka, Mann. Wir haben so viel zu tun, Mann. Es hört einfach nicht auf mit der Arbeit. Oh, Passerstrand. Okay, dann, Tag. Immer werden wir jetzt... Aber wir sind jetzt nicht mal links. So, es ist nett. Hier hat man die Cutscene. Also, finde ich ein bisschen enttäuschend. Die hätten ruhig für links ja auch eine Cutscene machen können. Links fällt einfach immer so, ist einfach immer so durch den Boden gefallen. Und ich meine, es ist ja nicht so, als hätten wir nur einen kurzen Teil links gespielt. Ich würde jetzt mal sagen, wir haben fast eigentlich den Großteil des Spiels links gespielt. Naja. Aber jetzt ist er weg, weil jetzt bin ich wieder das sexy Maximum. Gut, dann gehen wir nach Gulduf. So, und gehen hier zu dem einen Mädchen mit und können ihr hoffentlich jetzt diese Brosche da geben. Zeigen, hey, ich bin Maxi. Ich habe aber keine Ahnung, ob das in dieser Welt war oder da. Und ich sage, ich habe mega den Überblick verloren. So, das nicht. Ich habe aber, wie gesagt, keine Ahnung, welche Welt das war. Ich hätte eigentlich gedacht, das wäre die andere. So, ist sie hier? Hoi, hoi. Ja, da ist sie. Eines Tages werde ich meine Schwester Tia finden. Irgendwo, irgendwie. So. Hallo? Oh, was für eine Brosche war das? War das diese vier Brosche, die wir zeigen sollten? Wir haben inzwischen so viele Items. Sprengladung gefällt mir.
So, Ozeanfrucht, Momentum, Handkurbel. Das war schon diese vier Brüche. Die sind im Dialog, deswegen. Dieser blaue Edelstein. Offenbar hast du dein wahres selbst wiedergefunden. Jetzt wird es Zeit, dass ich meinen Teil beitrage. Und er hat sich deiner Gruppe angeschlossen. So, genau. Das hat mir nämlich noch auf dem Herz gelegen. Und dann... Zack, 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 zack. Werden wir jetzt... Jetzt muss ich schauen. Jetzt wird es nämlich interessant, wie das mit meiner Party abläuft. Jetzt muss ich nämlich zu Zappa. Den Zappa, genau, hier in der Welt. Das stimmt, da bin ich hier richtig. So. Und zwar... Also. Teleporter. Kann ich jetzt auf alle Charaktere zugreifen? Ja, Korcha ist dabei. Das ist nämlich der erste. So, Zappa, natürlich. Oh, mein Linchen ist auch wieder da. Sprig hat man davor. Skelly. Alle, die sich hier uns angeschlossen haben. Ich muss eigentlich sagen, in der zweiten Route waren das deutlich mehr. Meine gute Razzly. So, jetzt tue ich immer kurz raus. Und Rüste. Ich denke, dieser Meisterhammer wird seine Waffe sein, oder? Meisterhammer, genau. Und damit gehen wir jetzt nochmal zu dem Zappa. Und jetzt hoffentlich... Nicht wie beim Villa. Und ich hoffe, damit kann ich jetzt hier mir Rainbow-Waffen schmieden. Ich hoffe zumindest. Die Musik ist ja auch so cool, Mann. So, also Leute, Mann. Immer wieder kommen wir an Flecken und da gibt es so geile Musik immer. Also, Termina. Find's aber doof, dass man nicht in der Stadt andocken kann. Aber okay. Ist ja Korchas Boot, mit dem ist man nicht so gerne gesehen. Und dann geht's hier schon zu mir am Ende hier. So, wo war denn der her? Irgendwo da hinten. Ich muss gerade echt überlegen. Ne, da hinten geht's zu der einen Villa. Und hier sind wir richtig, genau. So, Zappa! Mach das, was du am besten kannst. Und zwar schmieden, Junge. Mir egal, wer das will. Ich höre nicht auf zu arbeiten. Du bist ich. Ich brauche deine Hilfe. Ich will das hier hämmern, um was herzustellen. Du weißt schon was. Was du da hast, das ist Regenbogen. Du meinst also die Prismenaxt? Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Also, wollen wir loshämmern? Für mich allein wäre es ein bisschen schwierig, aber zwei von mir müssen das Problem beschaffen. Klingt interessant. Und zeitlich habe ich... passt es auch. Ich habe gerade einen Auftrag fertiggestellt. Mal sehen, was ich tun kann. Da hätten wir sie also. Die Prismenaxt. Wahrscheinlich strahlt sie wegen ihrer prismatischen Eigenschaften in so schönen Farben. Das Hämmer geht so glatt, wie die Oberfläche aussieht. Ein wirklich erstaunliches Material. Nächstes Mal müssten wir es jeder für sich hinbekommen. Das war auf jeden Fall hervorragende Arbeit. Hoffentlich können wir das nochmal wiederholen. Zappa hat gelernt, Regenbogen zu bearbeiten. Dann kriege ich jetzt eigentlich diese Axt. Hallo? Okay. Wenn Zappa läuft, sieht es irgendwie lustig aus. Okay, das heißt, wir können nun Rainbow Weapons herstellen. Und das werden wir natürlich auch gleich nutzen. Liebe Leute, es geht richtig bergauf, aber ich habe das Gefühl, die Waffen werden jetzt so megamäßig teuer sein. Und wir werden uns das wahrscheinlich nicht leisten können. Aber das ist mir jetzt erstmal wurscht, weil ich habe ja 10.000 für die blöde Waffe ausgegeben. Also, Schmiedeseele. Herstellen. Waffen. Hä? 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 1000 Items braucht man dafür. Okay, gut, das wird nichts. Ich dachte, die Regenbogenmuschel langt, dass man was herstellen kann, aber ich brauche nur 10.000 andere. Wo gibt's bitte Glimmruß und Glimmglut? Naja, theoretisch können wir es. Wir könnten mal schauen, vielleicht. Also, erstmal tun wir Zappa wieder raus. Und dafür. Warte. Mir fällt noch was auf. Wisst ihr, wen wir nicht hier haben? Kit? Aha. Okay.
Gefällt mir schon wieder nicht. Ich wollte nämlich gerade schauen, theoretisch könnte man jetzt Kit statt Fargo nehmen, aber nicht da. Okay, also. Wo sind wir? Was wollen wir machen hier? So, Teleporter. Nein, was will ich denn gerade machen? Genau, Schmiedeseele. Also, schauen wir mal. Herstellen, Rüstung. Prismarüstung können wir auch nicht herstellen. Ah, oh, die kostet auch 24.000. Ah. Also, was machen wir denn eigentlich jetzt? Wir müssen in die göttlichen Drachenfälle. Müssen wir da rein? Sollen wir da jetzt rein? Sollen wir das Meer das andere Meer? Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Und danach werden wir wahrscheinlich. Aber dann doch. Ich glaube nicht, hier gibt es nichts. Ja, nee, ah nee, wir waren hier schon mal. Ich nehme es zurück, wir waren hier schon mal. Da und da war ja der Ort, wo das Schwert war, das Grandalion. Und sonst war da nichts. Da konnten wir auch mit nichts interagieren. So, andere Welt. Wieso tue ich eigentlich mit meinem Boot wegfahren? Ich muss ja in die Welt wieder. So. Obwohl, nach Marvel könnte man nochmal gehen. Da wird sich aber jetzt wahrscheinlich nichts Großartiges getan haben. Ist immer noch nett, so in die Flecken hier zu wandern, wo Lebewesen auch sind, mit denen man so also ein bisschen reden kann. Auch wenn ich glaube, das andere Marble ist mir ein bisschen freundlicher gesinnt. Jetzt war's, ein Mensch hat den schwarzen Drachen besiegt. Naja, schmeißt zumindest nichts auf mich. Ich sehe das als Fortschritt, aber okay, hier gibt es nichts. So, also, dann haben wir alles. Sind wir ready? Und ready to rock and roll sind wir auf jeden Fall, denn wir werden nun zum Meer von Eden, das Meer am Ende, nochmal reisen und... Hallo? Hallo? Wo ist es? Da. So. Und hoffentlich auch eine Möglichkeit hier finden, Kids wieder zurückzubringen. Ich sage ja, das finde ich gerade echt nicht schön. Aber wir haben auch keine Ahnung, was hier links mit ihr angestellt hat. Ich verstehe auch nicht, immer noch nicht, wieso sie hier angeschlossen hat. Ich meine, er hat sie abgestochen! Denkt sie, naja, es war eigentlich gar nicht so schlimm. So weh hat es eigentlich gar nicht getan. Okay, liebe Leute, dann los geht's. Wir kennen unser Ziel, wir wissen, was wir tun sollen. Und das Einzige, was ich nicht weiß, ist nämlich, weil da waren ja diese blöden blauen Punkte und ich habe keine Ahnung, was diese zu heißen haben. Ich weiß nicht, so mega schöne Musik. So, Schicksalszerzerrung. Dürfen wir uns ausruhen, in welchen wir da reingehen? Ist das eigentlich immer dieselbe? Keine Ahnung. Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's dann weiter und wir werden uns dann hier noch ein bisschen genau umschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und Wiedersehen und vielen Dank fürs Zuschauen.